Peace, Freunde, willkommen zu einem weiteren Video. Heute reagieren wir auf Champions League Tore. Krank. Champions League Edition, Freunde. Lasst ein Like da, wenn ihr Part 2 sehen wollt. 1000 Likes will ich sehen. Lasst ein Abo da, dann kommt Part 2. Und wir sehen, oh, ich kenne das Tor von Thiago. Guck mal, wie er den nimmt. Dropkick-mäßig. Guck mal jetzt. Bam! Oh! War das ein schöner Thiago. Wow. Özil. Hopp. Und jetzt kommt wieder vorbei, kriegt. Hoppala. Und. Golasso. So schön, ne? Özil in seiner Prime. Top Mittelfeldspieler der Welt. Digga. Dieses Trikot, ich verbinde dieses Trikot einfach genau damit, ne? Vielleicht hätte ich mir sogar dieses Trikot dahin hängen sollen, aber nein, das Trikot ist das einzig wahre. Wenn ihr nicht wisst, welches Trikot das ist, an die Leute mal kurz überlegen, welches Real Madrid Trikot ist das hier hinter mir? Das ist das Real Madrid Trikot, wo Real Madrid gegen Liverpool das 5. Mal Champions League Sieger wurde, beziehungsweise Cristiano Ronaldo. Das 5. und letzte Mal Champions League Sieger wurde. Ich glaube, das ist schon geiler als das. 2010 Robben. 2011 Messi. 2012 Boateng. Ja, das war heftig. Zlatan 2013. Bam! Reus 2014. Boah! Messi 2 gegen Bayern. Gegen Bayern, das werde ich auch nie vergessen. Saul? Was war das denn? Mandzukic! Krank. Ja, dieser Fallrückzieher von Gareth Bale war auch sehr, sehr mächtig. Sabitzer! Boom, Messi, Alter. Kylian Mbappé. Zack. Und 2023 Rodri, der hat so wichtige Tore gemacht, ne? Der hat so wichtige Tore gemacht 2023 für City. James Rodriguez. Auf Cristiano Ronaldo. Golasso. Zack. Tor. Einfach legendär. Was laberst du? 94. Minute Lazio macht Siegtor. Stell mal vor, jetzt gegen Bayern Rückspiel genauso. 94. Minute Lazio, Torwart macht Kopfballtor zum Sieg oder so. Und die kommen weiter. Das wäre so krank. Nee. Ja. Dieser Jubel so eingebildet, so geil. Was ist denn das? Morata? Mit Quadrado in Kombi? Junge, wie gut haben die das gemacht? Hilfe! Ich glaube, Balotelli ist auch so ein Trash-Talker, ne? Ihr wisst alle, wie verrückt Balotelli ist. Pep Guardiola, irgendwelche Trainer haben schon genug über Balotelli erzählt, ne? Ich glaube, wenn der Typ auf dem Platz steht, der trash-talkt dich die ganze Zeit und weiter und weiter und weiter und der hört nicht auf, glaube ich. Guck mal, der trash-talkt sogar Cristiano Ronaldo. Rooney jubelt mit Ronaldo? Ich dachte, die mögen sich nicht. Ist das frech, ich vermisse ihn im Real Madrid Trikot, ich bin ehrlich. Galatasaray, Cimbom. Was? Alter, das war Burak Yılmaz, ne? Oder wer war das nochmal? Ist das Burak Yılmaz?
Ja, das Burak Yılmaz gewesen, glaube ich. Krank, Digga. Rodri Benger versus Bayern. Boom mit links. Perfekt im Winkel, ey. Komplett krankes Tor. Komm, wie er sich dreht. Und so ein wichtiges Tor für City gewesen. Gareth Bale. Erstmal Ansagen machen. Und dann so ein Fallrückzieher-Tor schießen. Was für ein Boss-Move. Und guck mal, guck ihn dir an. Er weiß es genau, was er gerade gemacht hat. Er weiß ganz genau, was er da gerade gemacht hat. Erstmal zack, 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 zack. Und dann bam. Und dann so jubeln. Ist das krank, Alter. Und der spielt einfach jetzt Golf die ganze Zeit. Top 10 Ronaldo-Tore, Champions League Edition. Oh, ist das frech. Ist das frech gegen Bayern. Gegen Chelsea. Ganz gechillt eingeköpft. 12 Meter in die Luft, hochgegangen, bupp, und ist der Ball drin. Weil er nicht nur Schusstechnik besitzt, sondern auch Kopfballtechnik besitzt, Dribbling beherrscht, Tempo beherrscht, Zweikämpfe beherrscht. Er beherrscht alles. Egal was, er kann alles. Was kann er nicht? Elfmeter? Kann er auch. Freischüsse? Kann er auch. Er kann alles. Gegen Liverpool, ne? Darf man nicht vergessen. Gala. Gala kurz kreisligamäßig aussehen lassen. Schalke? Überleg mal, da war Schalke noch Champions League gegen Ronaldo. Digga, die steigen gleich dritte Liga ab und dürfen nicht mal dritte Liga spielen und sind in vierte Liga. Wird zwar nicht passieren, Schalke wird sich schon raffen und ja, ich weiß nicht, vielleicht werden die jetzt ein paar Jahre in der zweiten Liga bleiben, so wie HSV, aber ich glaube niemals, dass die absteigen werden. Aber trotzdem, guck mal, hier waren die noch gegen Ronaldo am Zocken. In der Champions League, nicht zu vergessen. Das geht so schnell, ne? Bei HSV ging das auch relativ schnell. HSV hat auch in Champions League mal gewonnen. Alter. Jemand schreibt, was macht die Mauer eigentlich beruflich? Wie geil. Ja, Freunde, chillige, kurz und knackige Champions League-Episode. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Part 2, 1000 Likes. Abonnieren nicht vergessen, dann verpasst ihr das nicht. Wir sind fast 100.000. Kuss, bis zum nächsten Mal. Ciao.